Hi Astro Rebellen, ich möchte ein paar Anmerkungen zum vorherigen Video machen. Es ging um Saturn in Wassermann. Wir werden diese Stellung des Saturn bis 2023 haben und deswegen wäre es ratsam zu wissen, wie kann man das Beste aus dieser Zeit herausholen, in der Saturn im Wassermann steht. Bevor ich über Saturn im Wassermann spreche, muss ich über Uranus in Stier sprechen, denn Uranus ist der Herrscher vom Wassermann. Das heißt, egal was in Wassermann geschieht, muss man das immer im Zusammenhang mit der Stellung des Uranus interpretieren. Und wir haben Uranus seit Anfang 2019 im Sternzeichen Stier. Wie ich in einem vorherigen Video erwähnt habe, Stier betrifft das Thema Geld, Grundressourcen und Uranus ist Innovation, Technologie, die neuen Technologien, die Modernität und Reform im allgemeinen Sinne. Wir beobachten seitdem, also seit Uranus im Stier ist und auch kurz davor, dass das Thema Kryptowährung, also Cryptocurrencies, sehr, sehr stark als Thema rübergekommen ist. Also man rechnet damit, dass es irgendwann bald kein Geld, also kein Bargeld mehr geben wird, sondern wir sprechen hier mehr über virtuelles Geld. Und das passt sehr gut zu Uranus in Stier. Das ist, was wir hier sehen. Denn die astrologischen Aspekte immer im Einklang mit der Welt oder mit der Weltgeschehnisse sind. Das ist natürlich aus meiner Sicht logisch und nachvollziehbar. Okay? Psychologisch gesehen, ja, steht Stier, und das ist meine Interpretation. Also Stier ist das, was uns innerlich antreibt. Unsere psychologischen Grundveranlagungen, die uns Sicherheit verleihen. Und Uranus ist etwas Neues, das heißt, die Grundveranlagung von uns allen verändert sich, so dass man jetzt die Motivation hat, neue Ideen umzusetzen und somit neue Antriebe, neue Motivation zu finden. Vor allem, wenn wir dann Mars jetzt am Anfang des Jahres in Stier haben. Mars ist die Motivation, also neue Motivation. Und diese Stellung vom Uranus in Stier bedeutet, dass man etwas unbequem werden muss, also man muss aus seiner Komfortzone kommen, wenn man etwas Neues schaffen muss oder schaffen will. Denn dieses Neues, was Uranus verkörpert, bedarf ja, dass man hier bestimmte Risiken eingeht, dass man experimentiert und seine Theorie überprüft, ja, ob die Theorie tatsächlich mit der Realität im Einklang gebracht werden kann, ob man seine eigenen Ideen in der Realität umsetzen kann. Das ist nicht garantiert mit Uranus, aber man sollte das erzielen, beziehungsweise eine Veränderung, denn Uranus ist Veränderung. Die Aufgabe vom Uranus besteht darin, bestehende Strukturen zu zerstören, sodass neue entstehen können, nachdem man
eine Reifung erreicht hat, eine Reifungsstufe erreicht hat. Und jetzt ist die Frage, was macht man jetzt damit? Okay? Und bevor man neue Freiheiten, jetzt kommen wir zum Thema Freiheiten und zum Thema Wassermann, bevor man neue Freiheiten genießen kann, sei es in der Vergangenheit Menschenrechten, Unabhängigkeit von bestimmten Regionen, wie zum Beispiel in der Sowjetunion, Frauenrechten, Rechte für sexuelle Minderheiten und so weiter und so fort. Bevor das in der Gesellschaft Wassermann zustande kommt, muss man eine Krise erleben. Das ist ganz normal, weil man bewegt sich in ein unbekanntes Territorium, also vieles ändert sich. Diese innere Veranlagung Stier, die Unsicherheit verleiht, ändert sich dadurch, dass Uranus da ist. Und dementsprechend ist die Voraussetzung für eine Krise schon da vorhanden. Und Saturn ist in Wassermann, das betrifft die Gesellschaft. Und auch die Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern die Menschheit. Also hier kann man über das Thema Menschheit, Welt sprechen. Ja, die Gesamtheit der Menschheit ist hier getroffen. Genauso wie im Jahr 1991 bis 1994, genauso wie zwischen 1962 bis 1964 und so weiter. Also immer wenn man Saturn im Wassermann sieht, kann man mit sozialen Reformen rechnen. Soziale Veränderungen, damit man freier ist. Aber Freiheit kommt nicht geschenkt, Leute. Das müsst ihr wissen. Freiheit muss man sich verdienen. Und das bedarf vor allem jetzt, wenn Saturn in Quadratur zu Uranus ist, ein Konflikt. Ja? Ohne Konflikt und Unruhe geht das nicht. Leider. Genauso wie als Schwarzer in den USA für ihre Rechten kämpfen mussten, so muss man jetzt für seine Rechte, für seine Freiheiten kämpfen und es gibt dementsprechend keine Garantie. Erstens, dass man kämpft und zweitens, dass man Erfolg hat. Also es gibt keine Garantie mit Uranus und Wassermann, weil, wie ich gesagt habe, Wassermann ist wie ein Labor. Man muss die Theorie in die Praxis bringen und schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, aber kämpfen gehört dazu. Okay, Konflikt gehört dazu. Ich spreche nicht von Gewalt unbedingt, aber es geht hier um ernsthafte Themen wie zum Beispiel Freiheit und Freiheit kommt nicht geschenkt. Und dementsprechend können wir hier vom ein Dilemma zwischen Bequemlichkeit, Stier und Freiheit, Wassermann. Das heißt, wenn ich freier sein möchte, wenn ich meine Freiheit wieder zurückbekommen möchte, muss ich aus meiner Komfortzone raus, sodass man hier mehr Freiheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft hat. Und das Thema Freiheit, wie gesagt, steht als Priorität, denn Wassermann betrifft das Thema Freiheit. Uranus ist ein Rebell, ja, Uranus ist ein jemand, der nicht konform ist, er sagt, nein, ich bin nicht einverstanden. Und das ist die Prüfung für alle Menschen. Normalerweise Stier möchte seine Ruhe haben. Ja, zu Hause sein und sein Geld verdienen und bequem sein in seinem Leben. Aber es geht nicht mehr, ja? Weil Saturn bildet dann einen Quadrat zu Uranus in Stier. Und das heißt hier, von Bequemlichkeit und Ruhe kann man nicht sprechen, weil diese angebliche Ruhe, das täuscht. Okay? Das täuscht. Weil eigentlich gibt es keine Ruhe.
und die Unruhe kann jederzeit explodieren. Okay? Ich möchte euch sagen, welche Tipps nützlich wären für diese Zeit, in der Saturn im Wassermann ist. Die Fragestellung lautet: Wie kann man das Beste aus Saturn in Wassermann herausholen? Das Erste, man sollte bereit sein, von Null wieder anzufangen, wenn es notwendig ist, etwas Neues auszuprobieren, keine Angst vor Veränderungen haben. Das ist sehr wichtig, dass man bereit ist, etwas ganz Neues zu machen oder vielleicht das Neue mit dem Alten zu vereinigen, eine Mischung zu haben, vor allem jetzt im Jahr 2021, wenn wir Uranus und Saturn, also alt und neu, im Konflikt zueinander haben, dann wäre es auch gut, wenn man vielleicht in seinem Leben alte Strukturen mit neuem kombiniert. So, wichtig ist auch, Inspiration mit Disziplin zu kombinieren, weil Uranus ist Inspiration, geistige Einfälle, die man plötzlich hat, Ideen, die man umsetzen möchte, Theorien, die man entworfen hat, aber man muss in die Praxis gehen, sich disziplinieren, Saturn, ja, damit etwas entstehen kann. Okay? Das ist Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, man sollte bereit sein für Überraschungen, denn mit Uranus ist nichts garantiert, nicht immer, ja? Also Uranus ist der Planet der Überraschungen. Experimentierung, schauen, ob etwas funktioniert. Und man sollte keine Angst haben. Okay? Nummer 4, also Tipp Nummer 4, verteidige und nimm Verantwortung für deine eigene Freiheit. Das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass wenn man, wenn man frei sein möchte, muss man etwas dafür tun. Ja, dass es nicht geschenkt ist, nicht garantiert ist. Man muss handeln, man muss was machen und nicht einfach kritisieren, nicht einfach eine Meinung haben, sondern auch Handlung ist wichtig. Und man muss Verantwortung für seine Freiheit übernehmen, auf der individuellen Basis, okay? Nummer 5, also Tipp Nummer 5, respektiere die Freiheit anderer Menschen. Deine individuelle Freiheit endet, wo die Freiheit anderer beginnt. Und dementsprechend sollte man den Menschen, den anderen Menschen, privat und gesellschaftlich, ihren freien Raum lassen. Okay? Genauso wie man selbst seinen freien Raum haben möchte, sollte man das Gleiche mit anderen Menschen machen. Also respektiere den freien Raum anderer Menschen. Nummer 6. Gehe verantwortlicher mit Technik und Technologien um, vor allem diese Welt im Internet. Ja? Da dürfte sich einiges in diesem Jahr verändern oder es kann sich deutlich vieles verändern in der Welt der Netzwerken, Internet, sozialen Netzwerken. Und man sollte verantwortlicher damit umgehen in Bezug auf die Informationen, die man veröffentlicht, in Bezug auf Handys, Smartphones. Also man sollte wirklich sich überlegen, hat das für mich einen Nutzen? Bringt mich diese Technologie weiter oder eher das Gegenteil? Und dementsprechend kann man hier als Erwachsener einfach verantwortlich mit diesen Technologien umgehen. Der nächste Tipp, also das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nummer 7, ja, Tipp Nummer 7, arbeite an deiner Selbstständigkeit. Viele Menschen
sind dabei, sich selbstständiger zu machen, beruflich neue Ideen umzusetzen, vielleicht vom Zuhause aus, ein verstecktes Talent wieder freien Lauf zu geben, die Möglichkeit zu haben, jetzt sich weiter zu entfalten, sich weiter zu bilden. Jetzt, wenn Jupiter in Wassermann ist, dann hat man die Möglichkeit, sich fortzubilden, etwas Neues zu lernen, dass man sich beruflich weiter entfalten kann und neue Möglichkeiten hat. Dann haben wir den nächsten Tipp. Lerne mit anderen zu kooperieren und zu arbeiten. Ja? Diese Tipps habe ich übrigens im Instagram veröffentlicht. Das habe ich gestern Abend geschrieben. Und diejenigen, die mich bei Instagram folgen, ja, haben diese Premiere schon gehabt und haben diese Tipps schon gelesen. Und ich möchte das einfach nur so zwischendurch erwähnen. Also man sollte lernen, mit anderen zu kooperieren. Warum? Weil Wassermann ist Gruppen, Gruppensituationen, große Firmen, große Konzerne. Es gibt Menschen, die dabei sind, große Konzerne zu verlassen, große Firmen zu verlassen und ihren eigenen Weg zu gehen. Andere sind dabei, im Gegenteil, in großen Konzernen dort ihren Platz zu finden. Also es kann in beide Richtungen gehen, beruflich für viele Menschen. Und dementsprechend sollte man, oder man beschäftigt sich mit der Frage, bin ich fähig, mit anderen zu kooperieren, oder ist die Gruppe, in der ich mich befinde, gut für mich? Ist mein Job in Einklang mit meinen eigenen Werten oder Wertvorstellungen, ja oder nein? Wenn nicht, dann muss man seinen Job ändern. Das wäre das Beste, damit man freier ist, damit man nicht so viel Last hat über seinen Schultern. Das würde ich euch empfehlen, falls das der Fall ist. Der nächste Tipp lautet, stelle deine Rolle in der Gesellschaft fest. Das habe ich gestern schon gesagt beim vorherigen Video. Also man sollte genau feststellen, was man zu tun hat, welche Aufgaben man zu erfüllen hat in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Denn jeder von uns ist wichtig und hat eine Rolle zu spielen. Wir sind nicht umsonst geboren als Zufälle, sondern wir haben eine Mission, wir haben einen Sinn und Zweck. Ja, und das ist, was das Leben wertvoll macht, unsere Aufgabe. Okay? So, wir haben dann der nächste Tipp, distanziere dich von unehrlichen Freunden und Partnern. Das ist ganz wichtig, weil viele Menschen haben eine feste Beziehung und sie haben vieles aufgebaut. Ja, Saturn in Steinbock war seit 2017 dort in seinem Domizil Steinbock. Und dann hat man viele ernsthafte Entscheidungen mit anderen Menschen gemacht. Man hat Verhältnisse aufgebaut, auch auf der materiellen Basis. Aber jetzt ist Saturn in Wassermann. Das heißt, man hat das geschafft, diese Strukturen. Jetzt ist die Frage, was bleibt und was muss geändert werden. Und wenn etwas nicht geändert werden kann, dann muss man das beenden. Ja? Also es gibt kein Zwischendurch, leider. Und vielleicht ist dieses Jahr ein Übergang, ja? Und man hat die Möglichkeit zu erkennen, in Bezug auf Beziehungen, welche Beziehungen sind nützlich und welche nicht. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Und der letzte Tipp lautet, sei bereit, mangelhafte Beziehungen zu beenden. Also vielleicht hat man das Gefühl in einer Beziehung, dass die Beziehung einfach, sag ich mal, es ist immer mehr oder weniger das Gleiche. Und dann fragt man sich, wie kann ich meine Beziehung interessanter machen?
Wie kann ich mehr Freude, mehr Freiheit in der Beziehung erleben? Ist das möglich? Ja oder nein? Wenn es nicht möglich ist, wenn man sich eingeschränkt fühlt in einer Beziehung, dann sollte man sich überlegen, ob es sinnvoll wäre, sich zu trennen. Auch wenn das Materielle eine Rolle spielt, auch wenn die Emotionen und die emotionale Bindungen eine Rolle spielen, sollte man vernünftig, weil Wassermann ist ein Luftzeichen, Luft ist Geist, Vernunft, vernünftig eine Entscheidung treffen, damit man sich besser entfalten kann und zur neuen Lebensphase wandern kann. Liebe Astrorebellen, das sind meine Tipps. Wenn ihr diese Tipps folgt, dann wird ihr das Beste aus dieser Zeit machen können. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr eine individuelle Einschätzung für die kommenden Zeiten braucht, bin ich immer bereit, euch auf der individuellen Basis zu unterstützen. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video.